Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und am Stream. Ich musste schon ein klein wenig schmunzeln, als ich den Antrag las. Hat die Unterwanderung der CDU durch Piraten erste Erfolge? Erleben wir, wie christdemokratische Digitalpolitik auf Piratenkurs schwenkt? Wir haben ja nichts dagegen, wenn sich gute Ideen verbreiten. Sie wissen doch, Copy, Remix, Share. Vielleicht hätten Sie dem Antrag noch den Titel Netze in Bürgerhand geben sollen, dann wäre er noch besser. Spaß beiseite, wir bekommen ja mit welchen Ideen die CDU sonst noch auf dem Feld der Netzpolitik herumgeistert. Aufweichung von Datenschutzstandards, Einführung des Zweiklassen-Internets, Vorratsdatenspeicherung, Vertuschung von Überwachung und so weiter und so weiter. Eine Verwechslungsgefahr zwischen unseren Parteien ist also zum Glück nicht gegeben. Aber nun zum Inhalt des Antrags. Wir wissen, dass der Breitbandausbau nicht vom Bund vorangetrieben wird. Aber auch die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen redet mehr, als sie wirklich tut. Nein, der Breitbandausbau geht von den Kommunen aus. Und oft genug sind es die Bürger, die sich zusammenschließen, damit ihr Ortsteil endlich mal eine moderne Breitbandversorgung bekommt. Manchmal packen sie sogar tatkräftig mit an. Herr Kollege Schick erwähnte Hamminkeln, wo die Bauern ihre Ärmel hochkrempelten und mit dem Flug den Glasfaserkabel selbst verlegt haben. Natürlich ist es unrealistisch, dass sich der Breitbandausbau in jedem Landkreis so abspielen wird, aber das muss es auch nicht. Oft genug reicht es, wenn die Bürger sich in ihren Kommunen und Kreisen für ein schnelles Internet einsetzen und ihre Mitbürger überzeugen, auf das schnelle Internet zu wechseln. Denn nur wenn viele Bürger zusagen, lassen sich Ausbauprojekte finanziell auch solide planen. Daher gerne schließen wir uns Forderungen nach einer stärkeren Förderung von bürgerschaftlichem Engagement an. Wir fordern ja seit langem das Gleiche. Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied. Wir tun das, weil Netze in Bürgerhand die Kontrolle über das Internet möglichst breit verteilen. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und von der SPD nach bürgerschaftlichem Engagement rufen, dann ist das nichts anderes als das Eingeständnis einer völlig verfehlten Infrastrukturpolitik in Bund und Land. Sie tragen die Verantwortung für Schlaglöcher, kaputte Brücken und Tempo 30 auch auf den digitalen Autobahnen. Und nun wollen ausgerechnet Sie, dass die Bürger jahrelange Verfehlungen ihrer Politik auslöffeln. Das ist schon dreist. Sorgen Sie lieber dafür, dass der Staat endlich seiner eigenen Aufgabe nachkommt und eine ordentliche digitale Daseinsvorsorge für alle betreibt. Nun zum zweiten Punkt des Antrags. Aus der Mottenkiste des Berliner Koalitionsvertrages haben Sie die Idee des Bürgerbreitbandfonds ausgegraben. Zinsen sind auf einem Rekordtief. Wenn das Land oder Kommunen ausreichend Bürgschaften vergeben würden, ließe sich genug Geld mobilisieren, ohne auf komplizierte Fondsmodelle zurückgreifen zu müssen. Auch wenn jeder Fonds, wenn man ihn mit dem Wort Bürger kombiniert, besonders modern und volksnah klingt. Glauben Sie mir, ich freue mich über jedes zusätzliche Glasfaserprojekt hier im Land, aber das halte ich für eine Nebelkerze. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.